Hallo, liebe Camper-Nation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder für euch unterwegs, wollen euch Stellplätze hier vorstellen. Darum geht es in diesem Video, sprich Stellplätze in der Westaltmark. Starten tun wir in der Hansestadt Salzwedel. Sie ist berühmt für ihren Salzwedler Baumkuchen und ich kann ihn euch wirklich nur am Herzen legen. Wir werden uns auch noch einen besorgen. Also für mich, weil Stefan isst ihn gar nicht so gerne. Ich esse ihn sehr gerne und da freue ich mich drüber. Und wir sind hier in der Nähe von einem Schwimmbad, einem Freibad. Und hier hat die Stadt Salzwedel einen Stellplatz hingestellt. Kann man, oder hingebaut wird er sein, und zwar 6 Plätze. Wir zeigen hier mal so einen, falls ihr euch wundert, warum es abgesperrt ist. Wir sind in Zeiten von Corinna unterwegs. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass dann, wenn wir das Video veröffentlichen, das wieder möglich ist. Stromkasten ist dort, das heißt, sie haben hier Strom am Platze. Hier passen, wir würden sagen, 2 Wohnmobile mit 6 Meter Länge auf jeden Fall hin. Davon gibt es insgesamt, wenn wir da mal gucken, 3 Buchten. Also insgesamt hat 6 Fahrzeuge könnten hier stehen. Dann haben wir am Platz gleich die Versorgung, nicht die Versorgung, die Entsorgung. Hier sollt ihr euch entsorgen. Also sprich Toilette, nee, die Toilette nicht, sondern Grauwasser. Grauwasser könnt ihr da entsorgen. Nach meinem Kenntnisstand sogar auch, dass die Toilette so steht drinnen. Fragt besser nach, denn in Zeiten von Corinna müsst ihr euch anmelden. Hier irgendwo im Platz gibt es hier ein Getränkemarkt oder sowas in der Art. Wir blenden das euch mal unten ein, wo ihr euch anmelden müsst. Also Platz hinstellen und das entsprechend machen. Es gibt auch noch einen Schlüssel für den Stromkasten. Das ist so ein, müsst ihr 50 Euro Pfand bezahlen, damit ihr den Schlüssel bekommt. Und kosten tut dieser Platz 3 Euro am Tag. Also 3 Euro, dazu kann man wohl nichts sagen. Zum Thema Strom, wir schauen natürlich auch immer in der App Park4Night rein, das ist auch die App, die wir gerne nutzen. 3 Euro, wie gesagt, kostet der Platz und der Strom, den man hier kriegt, der ist gratis. Das finden wir immer richtig gut, wenn sowas angeboten wird. Und so weit ist es auch nicht, muss man sagen, in die Innenstadt. Und das sage ich euch, das lohnt sich. Wir zeigen euch diesmal keine Bilder im Gegensatz zu Tangermünde. Denn da sage ich, kommt hier nach Salzwedel, schaut euch mal die Innenstadt an. Richtig schöne Innenstadt. Und wie gesagt, kauft den Baumkuchen. Richtig, richtig lecker. Das soll es mit diesem Platz gewesen sein. Wir fahren jetzt zum nächsten und lasst einfach mal überraschen, was wir dort sehen. Neuer Stellplatz. Und zwar sind wir jetzt am Ferienpark in Zichtau. Das ist nicht nur ein klassischer Campingplatz, sondern es ist kein Campingplatz. Hier gibt es sowas wie Klassenfahrten kann man hier machen. Das ist so ein bisschen wie Jugendherberge auch, ne? Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Jugendherberge. Genau. Mhm. Also richtig schön. Aber es gibt hier auch eine Stellplatzfunktion. Genau, und zwar lesen wir, also es sind einfache Sanitäranlagen. Ja, das kann, also ich denke mal, sie werden auch so sein, wie ich es kannte, wo ich noch in der 6. Klasse war. Wichtig ist zurzeit immer, man muss sich telefonisch anmelden, einfach herkommen und kann auch funktionieren, definitiv. Was wir sagen müssen, es ist unter Laubbäumen, Auffahrkeile sind unerlässlich, die werdet ihr brauchen. Kosten ca. 13 Euro, ihr habt aber wieder Dusche, dann könnt ihr auch Wasser kriegen, Entsorgung gibt es hier nicht. Strom ist natürlich mit dabei, wie gesagt, 13 Euro. Und dann ist die Frage, was kann man hier machen? Unter anderem kann man hier Minigolf spielen. Genau, und viele weitere Sachen, wie hier gibt es so ein bisschen Wandergebiete. Du bist hier also direkt am Wald, ne? Genau, richtig am Wald und gleich gegenüber. Das ist kein Kilometer, würde ich jetzt brauchen. Ja, man kann die Richtung zeigen. Genau da hinten, da gibt es nämlich ein wunderschönes Waldbad. Dort ist ein Spielplatz noch. Also für die Kiddies lohnt sich das auf jeden Fall. Und wie gesagt, 13 Euro am Tag ist jetzt auch nicht gerade ein sehr teurer Preis, muss man sagen. Es ist idyllisch hier, auf jeden Fall sehr ruhig hier. Also wenn ihr mal in der Westaltmark seid, Zichtau um der Ecke, dann schaut doch mal vorbei. Ruft an, ob ein Platz frei ist und dann kommt vorbei. So viel zum Thema Ferienpark Zichtau. Wir
fahren jetzt zum nächsten Stellplatz, aber wir machen in der Zeit, wo wir fahren, zeigen wir euch einen anderen Platz, und zwar einen Platz in Klötze. Da waren wir letzten Herbst, haben dort schon Aufnahmen gemacht. Genau. Deshalb seht ihr die Wohnmobile. Aktuell dürfen wir ja noch nicht verreisen. Genau. Und in der Zeit, wo wir euch Klötze vorstellen, wie gesagt, fahren wir zum nächsten. Wir sind gerade in Klötze und haben hier einen wunderbaren, kleinen, aber feinen Stellplatz gefunden. Das erste vorweg, er ist kostenlos und damit kriegt man schon mal 5 Sterne allein dafür, dass er kostenlos ist. Und er hat natürlich noch mehr. Was uns ein bisschen irritiert ist, weil der von Anfang an dort stehen 3 Plätze. Ja, er hat aber irgendwie 5 Anschlüsse, was ein bisschen sehr interessant ist. Er ist direkt neben dem Schwimmbad, das heißt, in den Sommermonaten hat man da ein Schwimmbad, man hat ein Tiergehege, man hat ein Restaurant gleich ums Eck. Das Einzige ist, es ist halt direkt an der Hauptstraße, aber so wie wir es gerade mitbekommen, es ist Sonntag, wenig los. Ja, wir stehen direkt an der Entsorgung, die ist kostenlos. Das heißt, hier könnt ihr euch wunderbar kostenlos euer ganzes... Na, ihr wisst schon, was ihr so entsorgen müsst. Dann kommen wir zu einer Versorgungsstation. Und die kennen wir schon, die haben wir schon mal im Harz gesehen. Harz-Video, verlinkt. Ne? 5 Anschlüsse Strom, Wasser, 8 Stunden Strom kosten 1 Euro, also 24 Stunden 3 Euro. Und jetzt weiß ich aber leider nicht, wie viel Wasser auch 1 Euro. Ja, wie viel Trinkwasser man bekommt. Das ist leider nicht beschrieben, aber kostet halt 1 Euro. Ihr werdet es mitkriegen, einfach mal gucken. Es ist auch bei der App Park4Night nicht beschrieben, sonst hätten wir es euch natürlich gesagt. Jo, das sind die Plätze. Wie gesagt, wir wundern uns halt, dass da 3 stehen, weil wir gesagt, hier könnte einer stehen, da könnte einer stehen. Also wir sagen, hier passen mindestens 5 Fahrzeuge her. Klein, schnuckelig, wollen wir euch auf jeden Fall gezeigt haben. Und ja, jetzt werden wir gleich sehen, was als nächstes kommt. Und hat euch Klötze gefallen? Also dafür, dass der umsonst ist, finde ich, ist das ein toller Platz. Und weil wir meinen, ein Platz, der kostenfrei ist, ist nicht genug, sind wir jetzt hier in Diesdorf, das Tor zur Altmark, gefahren. Denn dieser Platz ist ebenfalls kostenfrei. Genau. Jetzt könntet ihr sagen, so leer wie der ist, scheint da nicht zu taugen. Wir möchten nochmal darauf hinweisen, wir zeichnen dieses Video auf in Zeiten von Corinna. Das heißt, momentan ist es nicht möglich. Hat den kleinen Vorteil, dass wir euch die Plätze genau zeigen können und wir stören keinen. Also wir nutzen das aus, dass natürlich gerade der Platz nicht da ist. Weil sonst würde ich sagen, ist er richtig idyllisch gelegen, würde ich sagen. Also dort hinten haben wir eine Kirche. Wir können euch das hier mal auch ein bisschen rundherum zeigen. Dort ist die Einfahrt und hinter uns sind dann die Plätze. So, in der App Park4Night haben wir die natürlich gefunden. Dort heißt es auch so schön, im Ort gelegen, aber nicht exponiert, angenehme Mischung aus Privatheit und Öffentlichkeit. Das ist wirklich, du hast es privat und trotzdem ist es irgendwie öffentlich. Du hast auf jeden Fall Strom mit am Platz. Für wie viel? Für 1 Euro, ne? 1 Euro kostet es. Wasser gibt es auch. 1 Euro kostet dies. Und Entsorgung. Also ihr könnt euer Toilette entsorgen, ihr könnt euer Grauwasser entsorgen. Kostet gar nichts. Ist nämlich gratis. 8 Plätze gibt es insgesamt. Die werden wir euch gleich zeigen, wenn wir nochmal das mit dem Stromkasten zeigen. Auf jeden Fall gibt es hier ein wunderbares Freilichtmuseum. Das ist keine 4 Autominuten von hier entfernt. Und das kann ich euch empfehlen. Wir zeigen euch da mal auch ein Bild gerade. Sonst gibt es schöne Felder. Also Spaziergänge kann man hier richtig gut machen. Eine Eisdiele gibt es hier. Dann gibt es eine regionale Spirituosenbrennerei mit Werksverkauf. Also wer Spirituosen mag, der kann das hier auch gerne mal. Eine Bäckerei gibt es, einen kleinen Supermarkt, Metzgerei, ist alles hier wirklich fußläufig zu erreichen. Also ist das schon mal richtig toll. Jetzt zeigen wir euch noch kurz den Strom. Und in die Richtung gibt es nämlich die Fähr- und Entsorgung, die zeigen wir euch auch noch schnell. Genau, das machen wir jetzt.
Wie versprochen haben wir natürlich noch die Versorgung. Das heißt, hier 1 Euro. Wie viel Liter da allerdings rauskommen, wissen wir nicht so ganz genau. Steht leider auch nicht dran. Müsste man dann ausprobieren. Zur anderen Seite, Toilette natürlich in die Richtung. Und hier haben wir die Grauwasserentsorgung. Ja, man kann dann nochmal den Drücker betätigen. Das ist so ein kleiner Metallnipsel. Und dann kann man hier nochmal nachspülen. Ja, ansonsten lässt es sich hier komplett einmal um diesen Parkplatz rumfahren. Wir stehen auf der anderen Seite. Und dementsprechend gehen wir jetzt in die Richtung zurück und zeigen euch den die Stromversorgung. Angekommen an der Stromversorgung. Auch hier steht leider mal wieder nicht dran, wie viel man für 1 Euro bekommt. Man muss auf jeden Fall 1 Euro reinlegen. Hier sind 4 Anschlüsse, dort hinten sind nochmal 4 Anschlüsse. Bezahlen tut man aber an diesem Kasten. Und zwar gibt es insgesamt die 8 Stromanschlüsse. Ja, da der Parkplatz ja hier oder der Stellplatz natürlich kostenlos ist, bittet man natürlich auch, den Müll wieder mitzunehmen. Also sauber halten, das ist natürlich überall das Richtige, was man machen sollte. In Diesdorf gibt es sogar noch ein Freibad, ne, so ein Waldbad, sowas in der Art. Kostet 3 Euro Eintritt, also ein ganz normaler Preis, kann man sagen. Wenn ihr in der Altmark seid und wenn ihr gerade in Salzwedel seid, empfehlen wir euch Salzwedler Baumkuchen. Das haben wir im Tagestrip auch schon genauer erwähnt. Wie gesagt, richtig lecker. Gibt es auch nur eigentlich eine Marke, die richtig gut ist. Die können wir auch wirklich empfehlen. Aber auch das haben wir euch in dem anderen Video gezeigt. Wollen wir jetzt nicht nochmal so sehr Schleichwerbung machen. Wir können euch die Westaltmark definitiv empfehlen. Kommt auf jeden Fall mal vorbei und schaut euch das hier mal um. Also. Wie gesagt, es gibt ja entsprechende freie, kostenlose Plätze und auch halt Plätze, wo man ein bisschen was bezahlen muss. Ganz wichtig, das ist das, was wir auch in der Recherche hier jetzt machen konnten. Wie sieht es denn aus zum Thema Freistehplätze? Schwierig, sehr, sehr schwierig. Also die jetzt hier bei Park4Night angezeigt werden. Also wir haben uns ein paar davon angeguckt und ehrlich gesagt, das sind keine Freistehplätze. Also teilweise ist das direkt an der Straße und ist einfach nur so ein Feldweg, wo man im Prinzip alle blockiert, also sprich den Bauern, der dann da rein will. Also ich würde das jetzt nicht als Freistehplatz beziffern. Also, genau, den einen oder anderen Platz haben wir auch jetzt bei Park4Night gemeldet, weil das ist kein Platz. Sorry, ich finde das immer interessant, dass da Leute sowas angeben. Nein. Also es gibt Freistehplätze vielleicht, da muss man mal genau hingucken, aber sie sind hier in der Westaltmark, genau wie auch in der Ostaltmark allgemein, also sprich in der Altmark, sehr rar besehen. Dafür muss man aber sagen, Tangermünde hat einen guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, genau. Hier in Diesdorf definitiv, in Klötze, ja. Wie gesagt, ihr bezahlt dafür nichts, ihr bezahlt nur Strom und Wasser. Wenn ihr denn das braucht, vielleicht braucht ihr es ja auch gar nicht, also genau. Zahlt ihr dann gar nichts dafür, deswegen, also da kannst du auch nicht meckern. Zichtau und auch, jetzt muss ich überlegen, Salzwedel haben auch vernünftige Preise. Also wie gesagt, wir empfehlen euch, kommt hier mal in die Region, erkundet die Altmark, ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja, und dann bis bald mal wieder bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtcamper. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann doch gerne ein Like da lassen, kommentieren und natürlich abonnieren. Und wenn ihr immer aktuell dabei sein wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, denn da habt ihr immer aktuelle Bilder von unseren Reisen. Sind wir natürlich auch bei Facebook, ne? Einfach facebook.com/kreuzfahrtcamper, da seht ihr auch die Bilder, die eigentlich bei Instagram sind, aber für die Leute, die bei Instagram nicht sind, sondern nur bei Facebook, da sind wir natürlich dann auch. Und dann können wir euch natürlich nur unsere Webseite euch ans Herz legen, www.kreuzfahrtcamper.com oder de. Da bekommt ihr alle Informationen, da seht ihr auch entsprechend die Videos eingeteilt, denn YouTube ist da ja nicht so gut zu finden. Auf unserer Seite haben wir alles schön sortiert. Jo, und ja, und was man auch auf der Internetseite findet, sind natürlich, wenn wir Bastelanleitungen bauen oder sowas, dann findet ihr da genauere Informationen.